können wir nun eigene Unterprogramme schreiben, die es noch nicht im Processing vordefiniert gibt, wie eben DrawPacman oder DrawGhost. Wir wollen nun den Codeabschnitt, der den Geist zeichnet, in ein eigenes Unterprogramm schreiben. Ähnlich wie eine Variable wird auch ein Unterprogramm bzw. eine Funktion definiert, bevor sie im Programm verwendet werden kann. Um beim Programmieren von Unterprogrammen bzw. Funktionen systematisch vorzugehen und sie richtig zu definieren und aufzubauen, überlegen wir uns folgende Fragen. Erstens, welche Aufgabe soll das Unterprogramm bzw. die Funktion erfüllen? Zweitens, soll das Unterprogramm einen Rückgabewert liefern? Wenn ja, von welchem Typ? Drittens, welche Informationen oder Werte benötigt das Unterprogramm zur Ausführung seiner Aufgabe? Und viertens, wie gelangen wir zum Ergebnis? Anhand dieser Fragen bauen wir nun Schritt für Schritt unser Unterprogramm bzw. unsere Funktion auf. Ähnlich wie eine Variable einen Variablennamen benötigt, braucht auch jede Funktion einen Funktionsnamen. Dieser kann selbst gewählt werden. Die erste Frage, was die Funktion grundlegend machen soll, hilft dabei, eine möglichst aussagekräftige Bezeichnung zu finden, die die Wirkung der Funktion gut beschreibt. Da wir in unserem Beispiel einen Geist zeichnen wollen, nennen wir die Funktion DrawGhost. Damit erkennt man auf den ersten Blick, die Funktion hat die Aufgabe, einen Geist zu zeichnen. Für gültige Funktionsnamen gelten übrigens die gleichen Regeln wie bei Variablennamen. Sie bestehen also nur aus Buchstaben und Ziffern und enthalten keine Sonderzeichen oder reservierte Wörter. Gehen wir nun zur zweiten Frage. Welches Resultat soll die Funktion liefern und möchten wir dieses an einer anderen Stelle im Programm weiterverwenden? Diese Frage zielt auf die Bestimmung des Endergebnisses der Funktion ab, des sogenannten Rückgabewerts. Der Datentyp des Rückgabewerts wird in der Definition links neben dem Funktionsnamen angegeben. Ähnlich wieder, wie wir das schon bei der Deklaration von Variablen kennen. In unserem Beispiel wollen wir mit der Funktion DrawGhost einen Geist zeichnen. Das Resultat ist also ein Geist im Sketchfenster. Wir brauchen aber keine weiteren Werte zur Weiterverwendung im restlichen Programm. Daher benötigen wir also eigentlich keinen Rückgabewert. Wann immer wir innerhalb der Funktion nur etwas zeichnen oder durchführen, aber keinen expliziten Wert zur Weiterverwendung im restlichen Programm von der Funktion benötigen, wird als Typ des Rückgabewerts Void verwendet. Void bedeutet so viel wie leer. Mit der dritten Frage überlegt man sich, ob und wenn ja, welche Werte das Unterprogramm bei seinem Aufruf benötigt, um die Aufgabe ausführen zu können. Wenn wir im Processing etwa einen Kreis zeichnen wollen, benötigen wir dazu Angaben zur Position und seiner Größe. Beim Berechnen eines Absolutbetrags mit Abs muss jene Zahl angegeben werden, von welcher der Betrag berechnet werden soll. Jene Werte, die eine Funktion zur Ausführung der Aufgabe benötigt, werden Parameter genannt und innerhalb runder Klammern unmittelbar nach dem Funktionsnamen geschrieben. Dazu wird in der Definition der Funktion für jeden Parameter sein Datentyp und sein Name angegeben. Falls die Funktion keine Parameter benötigt, wird innerhalb der runden Klammer einfach nichts angegeben. In unserem Beispiel wollen wir jetzt einmal einfach einen Geist an einer bestimmten Stelle und von einer fixen Größe zeichnen. Da sich diese Werte vorerst nicht ändern sollen, benötigen wir keine Parameter. Wir lassen daher den Bereich zwischen den runden Klammern leer. Die Antwort auf Frage 4, wie wir zum Ergebnis gelangen, ist jener Code, der die Aufgabe der Funktion löst. Diesen programmieren wir innerhalb der geschwungenen Klammern. In unserem Beispiel soll die Funktion einen Geist zeichnen. Also schreiben wir hier sämtliche Anweisungen hinein, die man dafür benötigt. Also zum Beispiel das Zeichnen des Auges, der Zacken, des Körpers und so weiter. In ihrer einfachsten Form könnte die vollständige Definition unserer Funktion damit so aussehen. Und schon haben wir unsere erste eigene Funktion geschrieben. Jetzt müssen wir sie nur noch verwenden. Das Verwenden einer Funktion bzw. eines Unterprogramms wird in der Programmierung Aufrufen genannt. Wir sagen also, wir rufen die Funktion an einer bestimmten Stelle im Programm auf. Und zwar an jener Stelle, an der wir die Anweisungen der Funktion ausführen möchten. Wenn wir unsere neu erstellte Funktion DrawGhost aufrufen wollen,
dann funktioniert das genauso wie bei allen anderen Funktionen im Processing, die Sie bereits kennen, zum Beispiel rect oder arg. Wir gehen also jetzt hier mal hinauf in den Bereich von draw und schreiben den Funktionsnamen draw ghost, gefolgt von runden Klammern. Und da wir keinen Parameter haben, brauchen wir auch nichts zwischen die runden Klammern zu schreiben. Das ist auch schon alles. Um an dieser Stelle das Programm ausführen zu können, klicken wir hier einfach auf den Starten-Button und wir sehen, Processing zeichnet einen Ghost in das Sketch-Fenster. Processing springt bei dem Funktionsaufruf aus dem Programmfluss heraus in das Unterprogramm und führt die Anweisungen innerhalb des Unterprogramms aus. Danach springt Processing wieder zurück an die Stelle nach dem Funktionsaufruf, hier zum Pacman und führt den nachfolgenden Code aus. Mit unserer Funktion haben wir nun also einen Geist an einer bestimmten Position im Sketchfenster gezeichnet. Wenn wir jetzt mehrere Geister zeichnen wollen, dann sehen wir, welchen Vorteil wir mit Funktionen haben. Wir möchten außerdem die Position und auch die Größe der Geister frei wählbar machen. Das erreichen wir, indem wir die gewünschten Koordinaten bzw. Breite und Höhe nicht mehr fix in den Funktionsruf programmieren, sondern der Funktion als Parameter übergeben. So brauchen wir die Funktion drawGhost nur einmal definieren und können sie beliebig oft mit verschiedenen Parametern wiederverwenden. Damit können wir dann verschiedene Geister zeichnen. Die Funktion bekommt dadurch mehr Flexibilität. Das könnte dann für drawGhost folgendermaßen aussehen. Wir wollen nun diese vier Parameter hier nicht mehr fix in unserem Programm verwenden, sondern flexibel machen. Das heißt, wir weisen Ihnen hier keine fixen Werte mehr zu, also nicht 100, 200, 40 und so weiter. Zur Erinnerung noch ganz kurz, G Left Offset und Top Offset definieren den Abstand des Geists vom linken bzw. vom oberen Spielfeldrand und die zwei ganzzahligen Werte da unten, Width und Height, definieren die Breite und die Höhe des Geists. Die Deklaration und Initialisierung der Variablen hier im Funktionsrumpf, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Das heißt, wir können sie einfach löschen. Jetzt ist natürlich logisch, dass Processing hier sich darüber aufregt, dass die Variablen nicht mehr verfügbar sind. Aber wir fügen sie gleich hinzu, nämlich hier oben in die runden Klammern von drawGhost. Wir fangen also an nochmal mit int gLeftOffset, dann int gTopOffset, dann noch die Breite und dann noch die Höhe. Und die Fehlermeldungen sind damit auch gleich verschwunden. Achten Sie darauf, dass bei der Definition der Funktion die Parameter zusammen hier mit Ihrem Datentyp angegeben werden müssen, da die Parametervariable selbst ja noch nicht deklariert ist. Und beachten Sie auch, dass der Gültigkeitsbereich dieser Variable jetzt jeweils nur innerhalb der Funktion ist. Dort sind sie dann aber als ganz normale Variablen verfügbar. In draw, also wieder hier oben, müssen wir nun die Funktion drawGhost aufrufen und die entsprechenden Zahlenwerte für die Parameter mitgeben. Zeichnen wir einen Geist an der Stelle 100 von links, 200 von oben, mit der Größe 40 mal 40, weil wir wollen ja nicht, dass er gestreckt oder gestaucht ist. Dann geben wir Folgendes ein. drawGhost, hier sieht man noch den alten Funktionsaufruf, 100, 200, 40, 40. Zur besseren Lesbarkeit kann man hier auch immer noch Abstände vorher hinzufügen. Gut. Wichtig ist, dass die Parameter in exakt derselben Reihenfolge angegeben sind, wie es in der Deklaration geschieht. Der erste Parameter, also hier 100, wird bei Funktionsaufruf in der Variable gLeftOffset gespeichert. Der zweite Parameter in der Variable gTopOffset und so weiter. Wollen wir einen zweiten Geist zeichnen, dann rufen wir die Funktion einfach noch einmal auf. Also hier drawGhost und nehmen dafür jetzt aber andere Parameter. Wir wollen nämlich mal die Position verändern. Wir wollen ihn auf Position 300 und 400 zeichnen und er soll ein bisschen größer sein, also 80 mal 80. Wenn wir das Programm jetzt laufen lassen, dann sehen wir, dass zwei Geister gezeichnet werden. Einmal den an dieser Position, das ist der kleinere,
und den größeren, den wir gerade gezeichnet haben. Und das ohne, dass wir den ganzen Code noch einmal schreiben mussten. Wir müssen lediglich eine Anweisung zum Zeichnen eines weiteren Geists in dem entsprechenden Programmcode hinzufügen. Und genau darin können Sie bereits einen großen Vorteil von Funktionen erkennen. Bestehende Codeabschnitte können wiederverwendet und mit Hilfe von Parametern variiert werden.